Liebe Studierende, willkommen. Es ist wieder Mittwoch und das heißt Orga-TV. Orga-TV! Perfekt. Und ich bin recht müde heute eigentlich, aber umso mehr froh, weil ich meine Präsentation geschafft habe. Oh ja, die Präsentation ist geschafft und ich bin nur überglücklich. Ja, es ist geschafft. Pass auf den Tisch auf. Du hast dein Mikro verloren. Wo ist mein Mikro? Da auf dem Boden. Das musst du ja so machen. Ja, okay, ich rede da mal weiter. Ne? Wir haben heute wieder ein Gewinnspiel. Und zwar könnt ihr eine ganze Kiste Getränke gewinnen. Und zwar Club Mate heißt das Getränk. Das ist total beliebt in Berlin, habe ich gehört. Es wird spendiert von Medoms Getränkeservice, wo wir auch nächste Woche einen Beitrag dazu haben. Also schön nächste Woche auch wieder einschalten. Ja, und ich würde sagen, wir geben den Zuschauern jetzt schon die Chance, aufzupassen und die Frage zu beantworten. Und zwar, wir haben folgende Frage, die wäre: Wie heißt der Mann, der uns im SR rumgeführt hat und uns alles gezeigt hat? Die Antwort könnt ihr an orgatv@orga.uni-sb.de schicken, also an diese E-Mail-Adresse, die ihr da seht. Und wie immer schreibt ihr in euren Namen rein, eure Handynummer und euer Geburtsdatum, damit wir auch wissen, dass ihr 18 seid. Auf Facebook stehen auch genaue Teilnahmebedingungen. Und ja, ich rede viel. Aber ganz tolle Preise wieder. Also jede Woche gibt es bei uns Tolles zu gewinnen. Und das würde ich nicht verpassen, nicht wahr? Ja, auf jeden Fall. Ja. Genau, Emma. Es ist immer noch Mai. Schon wieder ein Feiertag, nicht wahr? Ja, schon wieder ein Feiertag am Wochenende. Und zwar Pfingsten. Um was geht's denn in Pfingsten? Ja, Pfingsten hat eigentlich eine ganz interessante Tradition. Und zwar wird das normalerweise 49 Tage nach dem Ostersonntag gefeiert. Ihr könnt das da schön ausrechnen. Oder wenn ihr nicht rechnen wollt, dann könnt ihr Google fragen. Google weiß das auch. Ja. Auf jeden Fall kommt das von der Entsendung des Heiligen Geistes. Und zwar steht im Neuen Testament, dass der Heilige Geist an dem Pfingstfeiertag auf die Apostel und die Jünger herabkam und sie beehrt hat mit seiner Anwesenheit. Aber es gibt auch eine lustige Geschichte dazu. Ja, das war die lustige Geschichte, würde ich sagen. In der Nacht von sonntags auf montags werden ein paar Streiche gespielt. Normalerweise war das, um die bösen Geister fernzuhalten. Aber, Ali, jetzt werden Streiche gespielt. Was für Streiche denn eigentlich? Ja, zum Beispiel versteckt man da die Gartenbank vom Nachbarn. Und der kann sie dann am nächsten Tag... Ist nicht sehr begeistert davon. Ja, ich glaube auch. Der kann sie dann am nächsten Tag suchen gehen. Die Gartenbank. Voll toll. Ja. Gut, wir haben sehr schöne Beiträge wieder heute und ja, außerdem auch einen Studiogast, unser erster Studiogast übrigens. Ja, der Mann heißt Christoph Endres und wird uns ein bisschen was erzählen, was Poetry Slam ist. Das wird auf jeden Fall toll, aber ja, Vorher wollen wir erstmal einen Beitrag von der SR, oder? Ihr wart doch. Ja, genau, wir waren beim SR und wir wurden rumgeführt, extra für uns, haben die eine Führung gemacht, wo wir ein bisschen was gucken konnten und ja. Und was gibt's jetzt? Viel Spaß! Wir haben uns für euch auf die Anhöhen des Heilbergs begeben, um euch zu zeigen, wie Funk und Fern im Saarland produziert wird. Erik Desloch, Moderator und DJ bei Unser Ding, hat uns dabei begleitet und zeigte uns früh am Morgen erstmal, wie der saarländische Rundfunk überhaupt aufgebaut ist. Der SR gehört wie 8 andere Sendeanstalten zur ARD und steuert für diese Nachrichtenfilme, Magazine oder auch Tagesschau-Ausgaben bei. Auch der saarländische Tatort ist ein alljährliches Highlight.
Anders als viele denken, ist der große Sendemast auf dem Heilberg gar nicht der, der euch das Radio nach Hause bringt. Dieser steht nämlich in der Mitte des Saarlandes in Göttingen. Los geht's mit dem Fernsehgebäude. Hier zeigte uns Erik die Live-Studios und erzählte uns einiges über den Ablauf einer solchen Live-Sendung und machte uns außerdem klar, ja, die ganzen Scheinwerfer braucht man wirklich. Hier fanden außerdem Live-Konzerte mit Silbermond oder Unheilig statt. Und schon ging's weiter zum aktuellen Bericht. Aus einem vollvisuellen Nachrichtenstudio zu senden. Nur noch Greenbox, sonst gar nichts mehr. Es gibt eben beim Studio-Licht und beim Fernsehlicht ein paar Prinzipien, die gebe ich euch jetzt gerne mal mit. Und das Grundprinzip ist einfach, helles Licht gleich hell. Die sind übrigens alle gleich aufgebaut, das ist jetzt eigentlich egal, in welche Studio man reingeht. Und dann ging es noch zum Schneiden. So Plastikflächen, die du so drüber legen kannst. Okay. Und die sind billiger natürlich. Ne? Aber du kannst hier halt auch frei belegen, wie du willst. Also du bist ja jetzt nicht angewiesen auf diese Belegung hier, die ist halt vorgegeben. Noch mehr Fragen? Ja, das war ein sehr interessanter Tag beim SR. Vor allem sehr informativ. Ja, ich fand es sehr informativ. Du warst ja nicht dabei. Ja, aber ich habe sie jetzt gesehen. Ja, aber es kommt ja noch ein Teil. Du hast ja nur die Hälfte gesehen. Das stimmt. Was hast du dann eigentlich alles Schönes gelernt? Erzähl mal ein bisschen davon. Also ich fand ja besonders den Moderatorenteil interessant, wo wir dann im Studio waren und die extra Moderatorenkamera gesehen hat, wo man auch den Text lesen kann normalerweise. Und sowas brauchen wir auch. Hören Sie, Herr Scholz? Ja, sowas brauchen wir auch. Das wäre sehr gut. Ja, und was mich noch schockiert hat, war, dass die Moderatoren, die haben immer so ein cooles Kärtchen hier, ja, was ich ja auch gemacht habe für die Sendung. Und hinten dran, was glaubst du, was da hinten dran ist? Gar nichts, nehme ich mal. Gar nichts, wirklich gar nichts. Es ist leer. Freut sich ja auch. Leer. Mhm, alles eine Show. Ja, da stehen so lustige Sachen drauf, wie ich war hier, wie geht's euch und coole Smileys und so, aber sonst leer. Die lesen ja nur ab und wir sind ja viel besser, wir sind spontan. Genau, wir haben das ja nicht mal. Genau. Ja, und was, falls euch noch nicht aufgefallen ist, wir haben unser Studio ein bisschen dekoriert. Ja, es ist toll. Und zwar haben wir die schönste Studio-Mädels, die es überhaupt geben kann hier. Ja, das sieht man auch hier auf der anderen Seite. Alles ganz toll. Bis auf einen einzigen. Und zwar hier, der Lukas. Ich weiß gar nicht, was er hier überhaupt macht. Der Lukas, der ist Teil vom Team. Ja, aber irgendwie passt das hier nicht so richtig. Ne? Ja, wir haben ein bisschen mehr Frauen hier als Männer. Ist das schon aufgefallen? Könnte man das vielleicht auf deinem Teil? Ja, vielleicht müssen wir der Deko sagen. Ne? Auf jeden Fall wirklich toll. Und zwar haben wir sogar zwei hier drin, wenn sie sich gegenseitig mal zeigen würden. Die tollen Kamerafrauen. Auch, ja, die tollen Kamerafrauen. Ich liebe sie einfach. Sehr beschäftigt. Ja. So kommt's raus, gell? Ups. So. Ja. Einfach toll. Und wir haben ja noch unser Gewinnspiel, da wollte ich noch ein bisschen drauf hinweisen. Ihr habt ja schon im ersten Beitrag jetzt gesehen, wie der Mann heißt, der uns rumgeführt hat. Das müsst ihr auch an uns schicken per E-Mail an hierorgatv@orga.uni-sb.de. Das sieht man jetzt auch schön auf dem Bild. Und was gibt es Tolles zu gewinnen? Es gibt eine ganze Kiste Getränke zu gewinnen. Das Getränk heißt Club Mate. Hast du das eigentlich schon mal probiert? Nein, aber ich muss mal probieren. Das soll aber toll sein. Ja. Also, es lohnt sich. Auf jeden Fall. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es eigentlich weiterläuft mit dem Beitrag. Sehen wir es uns an, oder? Ja, gucken wir mal.
Nach der spannenden Welt des Fernsehens begaben wir uns zu den Wurzeln des SR, dem Hörfunk. Den Anfang machte der Newsroom, in dem alle Nachrichten von dpa und anderen Presseagenturen gefiltert werden. Außerdem konnten wir auch schon erste Blicke in die Studios von SR1 Europawelle, SR2 Kulturradio und SR3 Saarlandwelle erhaschen. Und dann kamen wir auch schon zu unserem Highlight, der Unser Ding-Redaktion und die Studios. Übrigens erzählte uns Erik, dass 50 der rund 60 Mitarbeiter bei Unser Ding Studenten sind. Also bei Interesse könnt ihr euch auf unserding.de informieren. Noch ein kleiner Zwischenstopp beim Sprachtrainer des SR, der den Moderatoren jegliches Blatt austreibt. Ich war ja auch da oben. SR1, SR3, Nachrichten und Diskjockey hieß es früher. Und genau zu denen ging es dann auch endlich. Bei vollem Betrieb erklärte uns Erik einige Geheimnisse, die man als Zuhörer natürlich nicht sehen kann. Die Moderatoren haben jeweils nur 1 bis 2 Lieder Zeit, um sich auf die nächste Anmoderation vorzubereiten. Und wer dachte, dass die Moderatoren immer nur Lieder spielen, die ihnen selbst gefallen, liegt falsch. Denn dafür gibt es auch eine eigene Redaktion, die Lieder schon den Tag vorher festlegt. Müsste man haben, wenn die verknallt ist, gibt es in der Beziehung nämlich 110%. So zahlt sie ihrem aktuellen Lover Casper Smart mal schlappe 30.000 Euro pro Woche. Also ich würde sie ja auch nehmen, also das Geld und J-Lo natürlich auch. Mehr gibt's dazu wohl nicht mehr zu sagen. Und schon waren wir weg. Es war ein toller Tag auf dem Halber. Wir haben jetzt einen ganz tollen Studiogast bei uns und zwar ist das der Christoph Endres. Hallo. Hallo. Willkommen. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Also Christoph, du sagst uns jetzt, du willst uns ja ein bisschen was erzählen über Poetry Slam. Was ist denn das? Ja, also Poetry Slam ist ganz klassisch wie im Mittelalter, so ein Dichterwettstreit, ist vor 20 Jahren aus Amerika hierher gekommen oder in Amerika erfunden worden. Es geht darum, dass Leute ihre eigenen Texte vortragen, das sind überwiegend junge Leute, und das Publikum bewertet halt, wer das am besten macht. Es hat also jeder 7 Minuten Zeit, darf einen eigenen Text vortragen und das Publikum entscheidet nachher, wer der Beste ist und wer dann eine Medaille oder was weiß ich bekommt. Also da kann auch jeder mitmachen? Da kann jeder mitmachen, es darf jeder mitmachen, es wird auch keine Vorauswahl getroffen. Also als Veranstalter zensiere ich auch da nicht und sage, du das und du das nicht, sondern die ersten 10 Leute, die sich so zu einer Veranstaltung anmelden, die sind dann auch tatsächlich diejenigen, die auftreten dürfen. Gibt es eigentlich ganz bestimmte Themen dann, die ihr habt? Oder einen ganz bestimmten Thementag zum Beispiel? Oder geht es einfach so, jeder kann das erzählen, was er will, dann, was er will? Also es gibt, bei uns gibt es jetzt keine Themen-Slams, also es gibt es durchaus schon mal, aber wir haben das jetzt nicht gemacht. Es ist auch einfacher, weil dann die Leute, die viel rumreisen mit ihren Texten, die müssen dann nicht irgendwie für jeden Slam was Neues schreiben, sondern haben ihr Standardrepertoire und suchen sich dann halt einen Text aus, der vielleicht zum Publikum gerade am besten passt oder wo sie denken, dass das jetzt gerade an dem Abend gut ankommt. Und wie bist du eigentlich drauf gekommen? Also ich habe selbst mal am Poetry Slam teilgenommen. Da gab es einen ganz kleinen Poetry Slam im Theater im Viertel 2006 und da bin ich dann auch aufgetreten und habe gnadenlos versagt, weil ich überhaupt nicht wusste, was das ist und dass das so eine eigene Art Text auch ist oder was gut ankommt. Und beim Auslosen bin ich dann auch irgendwie gleich als erster drangekommen, also ich bin komplett ins kalte Wasser gesprungen und habe dann eher traditionelle Gedichte vorgelesen. Das kam halt nicht so gut an, aber es hat Spaß gemacht und ich habe das dann mal weiter verfolgt und als der Slam dann so ein bisschen eingeschlafen ist, habe ich das mit Hauke Trussdorf dann hier übernommen und ein bisschen größer aufgezogen. Mittlerweile sind wir 3-mal im Jahr in der Kamera 2 ausverkauft, normalerweise 250 Leute, also schon eine recht große Veranstaltung. Das ist ja ganz interessant. Das ist ja, du bist ja unser Hidden Champion diese Woche. Okay. Und das ist so, dass es ja normalerweise noch unbekannt ist, aber trotzdem hat es wohl seine eigenen Fangemeinde. Es ist immer ausverkauft, aber noch nicht so bekannt. Das wird wahrscheinlich noch. Ja, ich finde das auch immer ganz interessant, weil wir haben auch relativ viele neue Leute bei jeder Veranstaltung dabei. Also ich schätze schon mal, dass... Ja, hier bei OrgaTV gibt es immer
ein bisschen was. Ja, danke. Sie wollte nur eine Kamera sehen. Ja. Ja, es sind halt relativ viele neue Leute auch immer dabei bei den Veranstaltungen. Und also ich schätze mal, dass so 100 neue Leute jedes Mal dabei sind. Also es ist nicht irgendwie so ein Stammpublikum, das dann immer wieder kommt, sondern es ist schon durchwachsen. Oder ja. Was ist eigentlich mit den Leuten, die auftreten? Sind es dann immer wieder dieselben Leute oder ist es wirklich tatsächlich so, dass es sehr viel Abwechslung gibt, viele unterschiedliche Menschen? Also wir machen es normalerweise so, dass wir etwa die Hälfte der Leute von hier rekrutieren, also im weiteren Umfeld, also Saarbrücken, Luxemburg, Trier und so. Und die andere Hälfte wird halt von außerhalb eingeladen. Das sind dann meistens eher Profis, die kommen dann aus Berlin, Hamburg, München und so. Und sind auch normalerweise ein bisschen versierter als die lokalen Künstler. Und dadurch haben wir eigentlich eine ganz gute Mischung und zwar einige Leute, die wir öfter sehen, aber auch immer mal wieder viele neue Gesichter. Können die lokalen Künstler auch mit den Profis mithalten? Selten. Ja. Ja gut, die Profis haben noch ihre eigenen Fans, die da immer mitkommen wahrscheinlich. Nee, das nicht, aber wenn jemand wirklich professionell rumreist, sage ich mal, und 200 Auftritte im Jahr macht, das ist dann halt wesentlich mehr in Erfahrung als jemand, der hier in Saarbrücken dann vielleicht 3, 4, 5 Slams besucht. Ja gut, der hat auch ein bisschen Übung dadurch. Ja. Und wie funktioniert das? Denke ich zum Beispiel, ich will irgendwas vorführen und dann melde ich mich bei dir und dann komme ich auf eine Liste? Oder wie läuft das Ganze ab? Genau, also die Leute, die auftreten wollen, schicken mir eine E-Mail oder uns, slam@dichterdschungel.de und sagen, ich würde gerne mal auftreten, würde das ausprobieren. Und dann werden sie vorgemerkt für die nächste Veranstaltung, wenn es noch geht, wenn noch Plätze frei sind, ja. Ich würde mal sagen, wir gucken uns erstmal an, wie das so abläuft, so eine Veranstaltung. Und danach können wir noch ein bisschen weiterreden. Also Film ab. Auf dem Herd kocht die Milch und das Passepartout an der Wand Passepartout nicht zum Bild, welches getaucht in das nackte Licht der Glühbirne heimlich aus dem Rahmen quillt. Den ganzen Tag schon stehe ich neben mir, auch nur noch, da ich sitze. Verlegen esse ich eine Schale Steine. Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten sind deine, du weißt sie gern nicht teile. Es gehört schon ganze Portionen Mut dazu, mit dem eigenen Text auf die Bühne zu gehen. Reich mir deine Hand und ich brech dir die Finger, schlag mir ins Gesicht und ich leck sie dir ab. Man ist für jedes Wort, für alles, was man macht, selbst verantwortlich. Diese Piraten haben sogar schon einen Verein gegründet. Sie nennen sich Piratenpartei und werben für Freiheit, Transparenz, neue Schatzkarten und ein Schiff in jedem deutschen Vorgarten. Ist natürlich also auch ein ganz enormer Adrenalinkick. Ich will mich einer Elite anschließen, und zwar den Scientologen. Das sind ein Haufen schwer beschäftigter Wissenschaftler, die ihre Arbeit zwar sogar sonntags, feiertags und einfach mal zwischen. Also für mich geht das schon so in eine Richtung wie so eine Extremsportart. Also warum macht man Bungee-Jumping? Weil man halt den Adrenalinkick kriegt. Steht Mathe macht glücklich. Teilweise ist es schockierend. Klar, das ist dann auch Absicht. Unsere Liebe war wie der Treibhauseffekt. Die Luft ist einfach raus. Und er schmilzt das Eis und mein Herz die Ozonschicht. Und du bist einfach eine blöde Kuh. Liebe ist schwul. Und ganz viel von dem Poetry Slam ist ja auch einfach so eine Sache, dass es im Kopf irgendwo Klick macht und man denkt, Mensch, das kann ich ja auch. Ein anderer Tag. Es ist Freitagnacht. Ab in die Stadt. Das Stadtleben schaufelt mir heute mein Grab. Kurz schick gemacht, Treffen um 8. Der Alk hat mich in gute Laune gebracht. Der Club ist voll und ich bin es auch. Hab Glück gehabt, der Türsteher war heute gut drauf und plötzlich taucht sie auf. Mitten in der Menge steht meine Traumfrau und bestellt gerade Getränke. Und sie scheint mir sehr ehrlich zu sein, denn Lügen haben kurze Beine. Ich versuche sie mit meinen Blicken auszuziehen. Das klappt nie. Okay, andere Strategie. Also Literatur ist jetzt nicht nur Goethe und Schiller, sondern das sind auch Leute, die irgendwie meine Sprache sprechen. Ist mir aber egal, denn ich trage mein Herz auf der Zunge und deshalb nehme ich meinen Mut zusammen und spreche sie einfach an. Hey Baby, wollen wir vielleicht mal tanzen gehen oder so? Wir haben im Moment relativ wenig
aktive Poetry Slammer in Saarbrücken. Wir hatten im letzten Jahr drei Leute, die weggezogen sind, drei regelmäßige Slammer, und die dann auch eine ziemliche Lücke hinterlassen haben. Und wir hätten natürlich bei unseren Poetry Slams, die wir regelmäßig in der Kamera 2 machen, gerne so eine Mischung aus die Hälfte etwa eingeladene Künstler von außerhalb und die andere Hälfte lokale Künstler, die dann im Wettstreit gegeneinander antreten. Und ja, an den lokalen Künstlern fehlt es halt im Moment. Da sehe ich eine andere Frau. Sie gibt mir ihre Nummer, die ist 0815. Ich sag, naja, sie ist schön, wenn ich gesoffen habe. Ihr Freund taucht auf und seine Nummer ist 112. Diese Befreiung einfach mal zu sagen, und hier darf ich das jetzt machen und krieg noch einen Applaus dafür, das ist natürlich toll. Bertolt Brecht und Brecht dir die Nase. Er ist groß und stark wie Meister Eder und deshalb verschwinde ich lieber schnell wie Pumuckl. Wir bringen diese Kunstform nach Saarbrücken. Bundesweit irgendwie so ein Querschnitt aus der Poetry-Slam-Szene. Ein Blick ins Glas und gläserne Blicke. Bitte, lass die Stimmung jetzt nicht kippen. Ich habe noch mehr Steine hier, die können wir dippen. Und während die ätherischen Öle dann an meinem Gaumen verfaulen, zerlaufen die traurigen Augen zu einem einzigen Brei. Mir ist alles einerlei. Ich will nur dem Beben deiner Bauchdecke lauschen und über einen Bügelbruch in deinem Beinkleid straucheln. Ich will dich gurren hören und fauchen und deine Wunden lecken, das Herz auf der Zunge. Auf jeden Fall eine super tolle Erfahrung, die ich auch jedem empfehlen würde. Eine tolle Veranstaltung, muss ich sagen. Ja. Also da muss ich unbedingt mal hin. Aber was ich noch viel toller gefunden habe, ist in dieser CD. Und zwar, wo kriegt man diese CD eigentlich? Also die CD, erstmal, was es ist jetzt mal, das ist ein Mitschnitt aus den letzten 3 Jahren. Aus 5 Veranstaltungen die besten Beiträge zusammengeschnitten. Und das sind jetzt halt nicht, was wir jetzt gesehen haben, war diese U20-Liga, also die Nachwuchsliga quasi. Und das sind jetzt halt und die Profis. Und das ist halt schon so als geballte Ladung ziemlich gut. Und das haben wir jetzt mal machen lassen, damit auch über die Veranstaltung hinaus was übrig bleibt. Und die kann man in der Kamera 2, wo auch die Veranstaltungen stattfinden, kaufen für 6 Euro. Kann man auch im Internet bestellen, kann es sein? Im Moment noch nicht, arbeiten noch dran, ja. Ah, perfekt. Was? Also auf jeden Fall habe ich das mir angefangen anzuschauen und besonders das zweite, das mit dem Studenten, fand ich wirklich super toll. Also, ja, es passt ja auch gut hierher. Ne? Ja, so ist es. Ja. Da müssen wir unbedingt noch irgendwie nutzen. Okay. Was mir aufgefallen ist in dem Beitrag, da war ein Affe. Warum ist da ein Affe? Ja, also wir sind ja Dichter Dschungel. Das ist ja so ein Wortspiel eigentlich von unserem Mitbegründer Hauke, der gesagt hat, hier ist Saarland, also der kommt ursprünglich aus Hamburg. Da denkt man immer, das ist so irgendwie nur Bergbau und so, aber das ist eigentlich schon mehr so ein Dschungel vor lauter Grün und so. Und ja, und dann irgendwann haben wir gedacht, okay, was kann der Co-Moderator da noch Lustiges machen? Und wir haben ihm halt ein Affenkostüm gegeben. Und den nutzen wir jetzt halt, um die als Rausschmeißer quasi. Die Redezeit ist ja begrenzt. Also jeder Beitragende darf nur Vortragende nach 7 Minuten reden. Mhm. Und wer es nicht macht, wird gebissen. Wird nicht gebissen, aber wird mit Nachdruck von der Bühne entfernt. Ja. Und dann kommt halt ein Affenschrei und das Mikro wird abgedreht und der Affe geleitet ihn mit Nachdruck von der Bühne. War es schon mal so, dass jemand nicht von der Bühne wollte? Ja, da gibt es schon mal kleine Schlägereien, also nicht Schlägereien, ein kleineres Gerangel. Der Affe gewinnt aber immer. Der Affe gewinnt immer, ja. Das ist gut. Ja, der Vortragende hat ja auch kein Mikro mehr, von daher ist es ja dann auch irgendwann witzlos, noch auf der Bühne stehen zu bleiben. Ja.
Sind eigentlich auch andere Organisationen geplant? Ja, also wir haben ja insgesamt mehrere verschiedene Veranstaltungen, aktuell vier. Also wir hatten den U20-Slam, wir haben den regulären Poetry-Slam, wir haben monatlich eine Lesebühne, wo zwei lokale Künstler einen Auswärtigen vorstellen, die dann so ein bisschen mehr Zeit haben, sich auch auszutoben und auch ohne den Wettbewerbscharakter halt noch mehr experimentelle Sachen machen können. Und wir haben jetzt einen Science Slam, das ist irgendwie auch ganz lustig, auch für Studenten speziell. Da geht es darum, dass Wissenschaftler innerhalb von 10 Minuten ihr Forschungsthema vorstellen können. Also egal, ob jetzt Bachelorarbeit oder Doktorarbeit oder Hausarbeit, egal. Irgendein selbst erforschtes Thema innerhalb von 10 Minuten, so dass es allgemein verständlich ist und unterhaltsam. Also es muss auch ein bisschen lustig sein, also es soll jetzt nicht zu sehr ins Slapstick gehen, aber das Publikum soll sich halt unterhalten fühlen. Und dann wird halt auch vom Publikum der Gewinner gewählt. Das ist jetzt am 1. Juni, also nächste Woche Freitag haben wir da eine Veranstaltung in der Kamera 2. Da nimmt auch ein Prof hier von der Informatik teil, der da was über Datenbanken erzählt. Ist auch ein sehr lustiger Vortrag, also manchmal gar nicht so, wenn man hört, da erklärt was über Datenbankenbeziehung, aber es ist echt super lustig. Ja, und das ist jetzt das Nächste, was wir haben. Ja, hört sich auf jeden Fall mal toll an. Wie ist es eigentlich? Habt ihr auch mal vor, an der Universität irgendwas zu machen? Ich könnte mir das schon so lustig vorstellen. Ja, ist halt die Frage, man muss halt gucken, also es bringt jetzt nichts, irgendwie eine Veranstaltung, die in der Stadt schon etabliert ist, 1:1 hier an der Uni nachzuspielen quasi, das ist Quatsch. Aber wir hatten da schon Gespräche mit dem Inhaber vom Canossa, ob man da vielleicht irgendwas machen kann. Also da gibt es halt verschiedene Ideen, dass man neue Formate ausprobieren kann. Zum Beispiel Open Mic, dass Leute mit irgendwas, also Musik oder was weiß ich, ans Mikrofon treten dürfen und ihre Sachen präsentieren, oder worüber wir auch schon gesprochen haben, PowerPoint-Karaoke, dass man zu irgendeinem Stichwort eine PowerPoint-Präsentation runterlädt aus dem Internet und jemand muss die vortragen, ohne sie jemals gesehen zu haben vorher, und muss dann aber so überzeugend klingen, als hätte er den Vortrag wirklich selbst vorbereitet. Das ist natürlich auch irgendwie für Seminare, glaube ich, ganz sinnvoll als Vorbereitung. Also ich meine, wenn man einen fremden Vortrag, von dem man keine Ahnung hat, überzeugend rüberbringt, dann... Also ich finde die Idee einfach genial und ich glaube, wir werden das auch hier mal ausprobieren, hier im Studio. Das wird toll. Also ja. Macht euch drauf gefasst, wir werden euch fangen und dann hier reinschleppen und ein bisschen vor die Kamera stellen. Okay, das wird lustig, ja. Ja, also ich denke, da wird im Wintersemester noch einiges passieren hier an der Uni auch. Du hast auch immer die Beziehungen auch an die Universität, also auch die richtigen Ansprechpartnern, auch die Beziehungen zu Ja, ich bin jetzt hier schon seit 20 Jahren an der Universität quasi zu Hause und da bleibt man halt in Kontakt. Wie ist es eigentlich? Du hast vorhin gemeint, der Gewinner wird durch die Jurys gewählt, also durch den Applaus. Nee, durch den Applaus gewählt. Gibt es auch also verschiedene Jury, Sachen. Also es gibt bei unseren Poetry Slams machen wir es normalerweise so, also außer bei den U20 Slam, dass wir Stimmzettel haben, die dann in der Pause ausgezählt werden. Also es tragen 10 Leute vor. Das Publikum darf Stimmzettel ausfüllen und die werden ausgezählt und dann gibt es nochmal ein Finale mit 3 oder 4 Leuten, die dann nochmal antreten dürfen und dann wird halt mit Applaus abgestimmt. Bei Veranstaltungen mit weniger Teilnehmern, also wie dem U20-Slam zum Beispiel, kann man ganz gut mit Applaus komplett abstimmen lassen. Und das wird, ja, Science-Slam, U20-Slam wird per Applaus bestimmt. Beim Science-Slam sind auch nur 5 oder 6 Vortragende, weil irgendwann hat man dann auch keine Lust mehr zuzuhören. Das wird dann irgendwann auch zu viel. Das wird ein bisschen langweilig dann. Ja, langweilig eigentlich nicht, aber irgendwann ist dann auch mal wieder der Kopf voll, ja. Ja, vor allem darf man nicht vergessen, dass es ein Wettbewerb ist. Was gibt es denn da eigentlich zu gewinnen? Also beim Poetry Slam gibt es eine Medaille. Das ist sehr bescheiden alles. Beim Science Slam ist von unseren Partnern NanoBioNet wird ein Preisgeld tatsächlich von 250 Euro gestiftet. Also es lohnt sich richtig, da ein bisschen Aufwand in die 10 Minuten zu investieren. Vielleicht bereite ich auch mal was vor und mache dann mit. Was würdest du denn machen? Ich weiß es nicht. Ich würd irgendwas vortragen, was ich aus dem Theater kenne. Du hast ja gemeint, du hast am Anfang was ausprobiert gehabt, hast du es dann später nochmal versucht oder warst du immer da hinter den Kameras, hinter der Bühne? Als Moderator habe ich natürlich einen Interessenskonflikt. Also ich kann ja nicht irgendwie bei meiner eigenen Veranstaltung auftreten und abstimmen lassen. Also wenn ich da aus irgendeinem blöden Zufall gewinnen sollte, dann heißt es, oh, das ging an den rechten Dingen zu. Auch wenn die Gefahr gering ist, also nee, das geht nicht. Deshalb mache ich das jetzt nicht mehr. Aber man bekommt ja schon Lust, glaube ich. Wenn man die ganzen Leute steht, will man dann auch einfach in die Bühne, auf die Bühne. Und dann also ich war jetzt vor 2 Wochen in Trier zum Beispiel beim Science Slam aufgetreten und das so außerhalb geht halt immer noch. Ne? Das ist schon. Da machst du auch aktiv mit? Ja, selten, aber schon ab und zu mal.
Gut, ja, also es war sehr toll, dich hier gehabt zu haben bei OrgaTV. Danke. Vor allem sehr informativ und genau. Sehr lustig. Ich bin sicher, die meisten haben sehr viel Interesse jetzt und werden auch mal euch besuchen. Okay. Dann ja, und wir haben noch ein paar Veranstaltungen, wo ich euch sagen wollte, was abgeht am Wochenende. Und zwar am Freitag könnt ihr um 16 Uhr den Big FM besuchen, was ich sehr interessant finde, vor allem nach unserem Beitrag von Unser Ding. Kann man sich anschauen, was alles hinter den Kulissen passiert. Das ist kostenlos. Dann könnt ihr am Samstag, für die Leute, die nicht aus Saarbrücken sind, könnt ihr einen Stadtrundgang mitmachen. Kostet 5 Euro. Treffen ist am Rathaus. Am Samstag ist aber auch von 10 bis 20 Uhr ein orientalischer Markt, wo ihr dann ein bisschen was kaufen könnt. Oder da gibt es auch ein Bühnenprogramm, das könnt ihr euch anschauen. Am Burbacher Markt. Und zum Schluss am Sonntag gibt es noch um 14 Uhr in Güding den Sparkassenrenntag, wo Pferderennen ist für die Leute, die Sport mögen. Und ja. Oder andere Sachen. Ja, und ich würde sagen, ihr macht Sparkasse. Alle beim Gewinnspiel mit. Und ja. Und liked uns bei Facebook. Und bei Facebook findet ihr auch die. Des Medoms Getränkeservice, das könnt ihr dann auch liken. Und Dichterdschungel. Liken. Und Dichterdschungel. Und ja, dann würden wir uns jetzt verabschieden und sagen dann bis nächsten Mittwoch um 18.18 Uhr bei OrgaTV. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Und bis bald. Tschüss. Tschüss.